Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute will ich euch mal zeigen, wie ich mir den Hochzeitslook von meiner Freundin Heike vorstelle. Die kommt nachher zum Probeschminken und ich will das jetzt einmal so ausprobieren, die Produkte, ob ich da die richtige Idee habe sozusagen. Und ich nehme euch mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Geht direkt los. Dann wollen wir doch mal loslegen. Entschuldigt bitte meine Assi-Palme, aber wenn meine Haare frisch gewaschen sind, sind sie Miststücke. Dann kann man mit ihnen gar nichts machen. Ich habe sie heute gewaschen, in der Hoffnung, dass sie an dem Tag der Hochzeit, wo ich Trauzeugin bin, dass sie dann nicht mehr so Arschlöcher sind. Aber ich sage euch, meine Haare sind die Hölle, wenn die frisch gewaschen sind. Deshalb, ja. Habe ich mir auch keine Mühe bei der Frisur gemacht, weil es hat sowieso keinen Sinn. Passt mal auf. Also, natürlich ist es so, wenn ich mir selbst jetzt ein Braut-Make-up schminken würde, wäre es exorbitant. Ja? Da es aber hier jetzt um Heike geht, da dieses Make-up, was ich hier jetzt schminke, das Make-up ist, was ich Heike gerne machen möchte, meiner Freundin. Wird das so, wie man sich wahrscheinlich ein Braut-Make-up vorstellt? Bei mir wird das wahrscheinlich ziemlich unspektakulär sein. Trotzdem wollte ich es halt einmal Probe schminken an mir, weil ich schminke es nachher an ihr Probe, um einmal zu gucken, ob mir die Farben auch so gefallen. Und man muss es halt einmal irgendwie gemacht haben. Und deshalb dachte ich, ich mache das jetzt und lasse euch dabei teilhaben. Oh, meine Haare. Wenigstens ein bisschen so, dass es nicht ganz bescheuert aussieht. Okay, also wenn ich jemanden schminke, den ich dafür schminke, dass es wirklich lange hält und gut sitzt, gibt es bei mir primermäßig nur eine Wahl und das ist der hier, der alte gute Fotofinish Smashbox Primer und den gibt es jetzt erstmal ins Gesicht. Warum? Zum einen finde ich, dass er ein sehr schönes Finish macht und auch wirklich so ein bisschen so ein Weichzeichner-Effekt hat. Und ich finde auch, dass er das Make-up wirklich haltbarer macht. Ich finde, es ist einfach ein guter Primer. Der funktioniert für mich auch für jeden Hauttyp und ja, ich finde es einfach eine sichere Bank. So, natürlich gehen wir direkt zu den Augen und da werde ich das auch bei Heike genauso machen mit dem Soft Ochre Paint Pot. Und natürlich zuerst die Augen, ist klar. Es wird jetzt kein abgespacedes, super krasses Augen-Make-up, ja, aber trotzdem möchte ich nicht Fallout bei ihr auf den Wangen haben und dementsprechend wird immer zuerst das Auge gemacht. Außerdem finde ich, kann in der Zeit der Primer schön in die Haut einziehen. Und das wollen wir ja. Schubidu. Heike ist natürlich auch so eine Person, die ist nicht jeden Tag so krass geschminkt. Also sie schminkt sich schon und sie schminkt sich auch schön. Sie macht das sehr schön. Ist aber jetzt nicht so eine experimentierfreudige, durchgeknallte Person wie ich, sondern wirklich eher so. Zumal die gute Heike ist eben halt auch schon fast 50. Damit ärgere ich sie immer. Sie sieht nicht so aus wie 50. Also, sie ist ein sehr moderner Typ. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie so eine olle Trutsche schminke oder so, sondern sie ist ein sehr moderner Typ. Ich habe mir fürs Augen-Make-up was ziemlich Simples ausgedacht. Und zwar wirklich einfach nur eine Base, ein bisschen schattieren, ein bisschen Champagner, ein bisschen schwarzen ausgerauchten Lidstrich und fertig. Hört sich ziemlich langweilig an, ist es eigentlich auch. Aber ich finde es irgendwie für ein Braut-Make-up total schön. Da nehme ich meine MAC-Palette, weil ich finde, dass diese Farben die besten dafür sind. Und zwar sind das die hier. Das ist einmal, oh Gott, ich weiß es gar nicht, wie kriege ich die denn hier raus? Ich habe sie mal für euch rausgeholt, meine Soft Brown ist das. Den werde ich so ein bisschen als Transition benutzen.
Dann habe ich Charcoal Brown und Brun. Das sind so, ich finde, mit denen kann man eigentlich nichts falsch machen. Die sind recht neutral, die sind auch nicht zu warm, nicht zu kalt. Und ich finde, wenn man, also man muss jetzt nicht so ein orangey warmes Make-up machen, weiß ich nicht, finde ich irgendwie, passt halt auch nicht zu Heike, davon mal abgesehen. Setten tue ich aber mein Augenlid mit der Anastasia Beverly Hills und der Farbe Tempera. Kennt jeder schon 100 Mal bei mir gesehen. Finde ich, gibt eine schöne Grundierung, hat eine schöne Farbe und man kann dann auch hinterher richtig gut drauf arbeiten. So, dann hole ich euch mal ein bisschen ran. Hello. Ich fange an mit Soft Brown von MAC und gebe mir das einfach so ein bisschen in die Lidfalte. Oberhalb der Lidfalte bei Heike werde ich wahrscheinlich etwas anders arbeiten, weil die einfach eine andere Augenform hat. Das sehe ich dann, wie ich das am schönsten aufbaue. Und hier ist es wirklich einfach so ein kleines bisschen Transition, damit sich das schöner verblenden lässt. Und der Soft Brown, der gibt auch so ein klitzekleines bisschen Wärme. Also der ist so, ja, hat schon so einen leichten Orangey-Touch. Das finde ich immer gut. Trecker-Alarm. Dann nehme ich als nächstes dieses Charcoal Brown. Und gib mir das wirklich hier. Bei mir wird es hier oberhalb der Lidfalte so ein bisschen laufen. Und hier einfach zur Mitte hin so ein bisschen ausblenden. Und auch am äußeren Drittel meines Augenlides. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Jetzt nehme ich nochmal Brun und den platziere ich mir hier hinten nochmal. Auch nochmal so richtig schön in der Lidfalte, ein bisschen oberhalb der Lidfalte. Natürlich auch auf der anderen Seite. Mit der Schminkerei ist es natürlich bei mir so, ich bin ja kein Profi, ne? Ich bin ja nur irgendeine Tussi. Und deshalb ist das bei mir auch immer so ein Rantasten an das Ganze. Auf dem Augenlid kommt natürlich Vermeer aus der Anastasia Beverly Hills, dieser Ton hier. Und den verteile ich jetzt einfach wirklich ganz simpel auf dem Augenlid. Ich finde, dass dieser Ton einfach der perfekte Glimmer, Schimmer, Champagner-Ton ist. Der ist nicht irgendwie rosé, der ist nicht irgendwie zu silbrig, der ist nicht zu gold oder was weiß ich, sondern er ist einfach wundervoll. Ich gehe nochmal in Charcoal Brown und gebe mir das hier, verblende das nochmal so ein bisschen, damit man nicht mehr so Glitzerübergangkanten sieht. Und bei Heike werde ich dann mal gucken, ob ihr das reicht oder ob wir nochmal in eine Highlighter-Palette gehen. Und zwar im Moment ist das hier mein absoluter Favorit, die Make-up Revolution Ultra Pro Glow Palette. Und ich würde es jetzt, also ich denke, ich würde es favorisieren, einmal nochmal den Pinsel etwas nass zu machen. Und in diese allererste Farbe hier reinzugehen und die nochmal so ein bisschen auf der Mitte des Auges zu platzieren. Einfach um das nochmal so ein bisschen. Aber das ist,
Ich denke, das wird sie auch wollen. Schubidu. Bei ihr wird es natürlich cooler rüberkommen, weil ich habe halt so ein mini kleines Augenlid und da kommen tolle Farben auf dem Augenlid, kommen bei mir einfach selten großartig zur Geltung. Voll das Fallout hier, oh Gott. Vom Vermeer, jetzt habe ich hier gleich ein Highlight, ey. Guckt euch das an. Ja. Werde ich dann gleich mal korrigieren, ne wahr? Jetzt kommt der ausgerauchte Lidstrich und zwar natürlich mit dem Essence Extreme Lasting Eye Pencil in Waterproof. Den gebe ich jetzt einfach hier an das direkt an den Wimpernkranz ran. Ich ziehe mein Augenlid immer straff. Gehe hier so ein bisschen außen, so ein bisschen nach oben. Ganz leicht. Und dann nehme ich hier, wen haben wir denn hier? Den Luxe Petite Pencil von Sueva, den 204. Und damit gehe ich jetzt einfach da drüber. Ich will ja nicht so eine Kante oder so. Ziehe mir den immer so ein bisschen hier hinten hoch. Und wenn mir das noch nicht reicht, so wie jetzt, dann nehme ich nochmal den Stift und baue hier hinten einfach nochmal so ein bisschen schwarz auf. Wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich nochmal in die obere Wasserlinie ein bisschen, weil ich will keine Lücken bei den Wimpern haben. Also es soll schon schön schwarz sein. So, jetzt seht ihr, das ist eine Art Schminke, wie ich es bei mir niemals machen würde, weil ihr seht durch dieses, meine Augen sehen so aus. Ups. Wie so staucht. Total übel. Oh Gott, das kann ich gar nicht angucken. Ey, das korrigieren wir aber gleich. Also keine Sorge, das bleibt nicht so bescheuert, wie es jetzt aussieht. Aber im Grunde ist das so die Art und Weise, wie ich es halt bei Heike machen würde. So, Heikes Haut ist recht normal. Sie ist recht dunkel und sie ist halt auch keine 20 mehr. Dementsprechend, sie hat auch ganz wenig irgendwie Rötung, Pickel oder sowas. Das heißt, ich will gar nicht irgendwie so ein Full Coverage-Gedöns oder so da machen, weil es einfach nicht nötig ist. Und ich fand, das habe ich bei einer Freundin schon mal gemacht, diese Super CC Cream von Physicians Formula, die fand ich richtig cool. Die ist bei mir zu dunkel. Bei Heike, denke ich, wird sie gut passen. Und das probieren wir dann nämlich einfach mal aus. Und das mache ich jetzt erstmal bei mir. Genauso wie ich das bei Heike machen würde. Ich habe gerade gestern oder so ein Video von Tara gesehen, Madame Tamtam, die ich übrigens sehr mag. Und sie hat gesagt, dass sie immer sieht, dass Leute mit dem Beauty Blender so streifend arbeiten. Und hat gesagt, es ist halt voll falsch und so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es für den Beauty Blender ist, ob es da wirklich die Regel gibt, man darf nur tupfen. Weiß ich nicht. Ich habe mir daraufhin aber gleich mal von Real Techniques das Video zu ihrem eigenen Schwamm angeguckt und eindeutig Streifen erlaubt. Und bei mir ist es so, wenn ich das Schwämmchen komplett benutze, so wie ich es heute mache, dann mache ich es erstmal in diesen streifenden Bewegungen und zwischendurch wird immer geklopft. Und mit den streifenden Bewegungen verteile ich das Produkt erstmal auf meiner Haut und mit den Klopfen dann arbeite ich es gleichzeitig ein. Man kann natürlich jetzt auch mit den zack, zack, zack verschiedene Produkt Punkte auf dem Gesicht platzieren und dann, aber trotzdem finde ich das schöner, wenn man es einfach einmal eingeklopft hat, ne? Einmal so ein bisschen streifend verwischt. Ja, ihr seht, die Farbe ist jetzt nicht so ganz meine.
Schade, weil diese CC-Creme ist sehr schön. Die hat auch eine ganz gute, ja, Deckkraft will ich mal gar nicht sagen, sondern sie neutralisiert wirklich so Rötungen und sowas sehr gut. Und das ist auch, glaube ich, das Produkt, was ich, ja, ich denke, das werde ich bei Heike benutzen. Die Brille aufsetzen, mal gucken, wie so. Na, eigentlich ist die Farbe okay, ha? Gar nicht so schlecht. Ich kann jetzt auch nicht irgendwelche schlimmen Übergänge entdecken. Ich finde es halt gut, wenn jemand nicht so Problemhaut hat, so wie Heike jetzt, finde ich sinnvoll, da auch nicht irgendwie, auch fürs Hochzeits-Make-up, nicht so eine heftige Schicht aufzutragen. Weil eine fette Schicht, die kann natürlich auch schneller groß abgetragen werden und scheiße aussehen, ne? Wobei es hier so ist, dass man echt so eine ganz leichte Basis hat und kaum Möglichkeit dafür bietet, dass das Make-up hässlich wird im Laufe des Tages. Wird sowieso nicht, aber trotzdem. Wozu Fett zukleistern, wenn es nicht nötig ist? Den absoluten Klassiker, den MAC Pro Longwear Concealer. Und da gebe ich mir einfach so ein kleines bisschen auf den Handrücken. Ungefähr so viel, weil und goes a long way. Ich brauche einfach nicht so viel Concealer. Und ich gebe mir einfach so ein bisschen hier unter das Auge. So werde ich es bei Heike auch machen. Wirklich nur minimal. Einfach auch mal gucken, was ihre Haut nötig hat. Ne? Ich habe ja auch den Becker Under Eye Brightening Corrector. Wenn Heike am Hochzeitstag Augenringe hat, dann werde ich die korrigieren. Und wenn nicht, lassen wir sie einfach so. Dann machen wir das ja nicht. Und ich mache auch nicht diesen Shishi-Tralala mit Dreieck-Highlighten und bla. Ich finde den Effekt zu minimal. Also ich bin echt da nicht so mit diesem Aufhellen, tralala. Aber ich nehme MAC Emphasize, um ein bisschen unter den Augen zu setten. Auch einfach mit dem feuchten Schwamm und arbeite das so ein bisschen ein. Und aber ganz wenig. Also ich will nicht, dass Heike dann vom Auge so einen Balken hat. Ich finde aber den Effekt ganz schön. Und es settet halt auch den Concealer ganz toll. Ich könnte es wirklich mal wieder ein bisschen auftragen. Und ihr seht, es hat schon so einen leichten Glow, aber es verbindet sich auch wiederum ganz gut mit dem Rest des Make-ups. Vor allen Dingen dadurch, dass man es mit dem Schwämmchen macht. Dann wollen wir noch erstmal das Augen-Make-up zu Ende machen, damit ich nicht aussehe wie so eine Bekloppte. Ich gehe jetzt nochmal in diesen Charcoal Brown und gebe mir den unter das Auge. Das ist wirklich, das weiß ich noch nicht, inwieweit ich das bei Heike mache. Nur bei mir muss es sein. Also ich sehe ganz bekloppt aus, wenn ich das nicht mache unterm Auge. Das geht bei mir gar nicht. Guckt. Besser. Und das ist auch alles. Also ich mache hier kein Schwarz auf die Wasserlinie, kein Hell auf die Wasserlinie, sondern fertig. Ich nehme jetzt aber nochmal Vermeer und gebe mir das ein bisschen in den inneren Augenwinkel. Weiß ich noch nicht, wie ich das bei Heike mache. Das sehe ich dann. Ich denke aber schon. Es sei denn, sie findet es total bescheuert. Also. Jetzt kommt noch Wimperntusche. Wo ist sie denn? Bei Heike werde ich wasserfeste Wimperntusche nehmen. Und zwar, das Gute ist, sie hat, die bringt sie mit Chanel. Wasserfest oder diese Hypnose.
glaube ich. Eine von beiden hat sie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Die hat sie und sie liebt die auch total. Und das ist natürlich gut, weil zum einen sie mag die an sich selber gerne und sie ist wasserfest, also alles toll. Ich nehme natürlich bei mir die Better Than Sex oben und die Roller Lash unten, so wie in den letzten Wochen eigentlich fast ausschließlich. Ich habe ja schon so einen Mist geträumt, ne? Ich habe geträumt, dass Heike ganz anderes Make-up haben will als ich und dass alles, was ich ihr schminke, ihr nicht gefällt, ja, dass sie immer sagt, ja, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Das sieht ganz scheiße aus. Jenny macht das so und so. Ich will das so nicht. Und dass ich mich halt voll anstrenge und es überhaupt nie so hinkriege, dass es ihr gefällt. Und am Ende hat sie die Hochzeit abgesagt. So Mist habe ich mir schon zurecht geträumt, ey. Oh Mann. Wimpern. Also kein Augen-Make-up für mich, ja. Es ist mir ein bisschen zu langweilig. Ich finde es aber für ein Braut-Make-up wirklich schön. Wie dunkel ich es am Ende bei Heike mache, das werde ich dann sehen. Ich denke, ich werde es nicht so stark machen wie bei mir, aber bei ihr. Die hat auch relativ große Augen. Zumindest habe ich das so in meinem. Ich habe sie noch nie geschminkt, ne? Ist das schlimm. Jetzt machen wir mal mit dem Gesicht weiter. Und zwar, Heike hat mir gesagt, ja, ich habe ihr ein Foto geschickt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ich hatte neulich sowas in der Art gesehen. Da hat sie zu mir gesagt, ja, voll schön, aber diese komischen Glitzer glänzt da auf den Wangen, das finde ich nicht so schön, das möchte ich nicht. Ich werde ihr es heute mal zeigen. Und zwar mit dem Zoeva, wie heißen die denn? Zoeva Strobe Gel. Strobe Gel in der Farbe Halo. Da gehe ich einfach so ein bisschen rein mit meinem Beauty Blender und tupfe das hier so ein bisschen auf. Ne, ihr wisst ja wo. Und zwar an den üblichen Stellen, bevor ich gleich mit Puder reingehe. Und das werde ich ihr heute mal so zeigen, wie ihr das gefällt. Und werde ihr auch zum Schluss, wenn das Make-up komplett fertig ist und sie sagt, ja, finde ich voll gut so, werde ich einmal richtig Highlighter auftragen, damit sie mal sieht, wie der Unterschied ist. Es ist natürlich einfach so, es ist sie nicht gewohnt, ja. Also bei mir wäre es ja schon seltsam, Make-up ohne Highlighter, ne? Aber bei ihr ist es ja einfach so eine Sache. Sie bezeichnet das als Glitzer auf den Wangen. Ja, also für mich ist es einfach nur so. Übrigens ein sehr, sehr schönes Produkt. Sehr schön zu verarbeiten. Da bröckelt auch nichts oder sowas, sondern es ist einfach ganz toll hier einklopfen, ein bisschen setzen lassen und das war's. Und setten werde ich ihr Gesicht mit dem MAC Studio Fix Powder. Ich hoffe, dass die Farbe okay ist bei ihr. Das ist ja auch nicht besonders hell, aber auch nicht besonders dunkel. Wenn ich es aber mit einer leichten Hand auftrage, dann denke ich, wird das gehen. Ich will natürlich ihr Make-up ordentlich fixieren und finde, es geht hiermit am besten. Getan, gesagt, getan. Und jetzt kommt die große Frage. Heike ist halt nicht 20 und Heike ist auch nicht im Konturierungswahnsinn. Deshalb werde ich wahrscheinlich auf eine richtige Kontur bei ihr verzichten. Ich werde mit einem Bronzer arbeiten, den ich so ein bisschen als Kontur andeute. Wollen wir es mal so sagen. Und da nehme ich den Make-up Revolution Ultra Bronze, weil ich finde, der hat so einen, ihr seht gleich, voll den geilen Ton. Und ich werde mich da ganz, ganz soft bei ihr ran
wagen. Bei mir ist es natürlich eine andere Sache, ja. Und ich habe mir gedacht, ich werde mit dem ganz vorsichtig anfangen. Bei Heike vorsichtig, bei mir nicht vorsichtig, ja, weil ich liebe Bronzer. Aber damit ihr seht, was ich meine. Also ich will bei Heike jetzt nicht so eine übertriebene Kontur setzen und so ein Gedöns. Das passt doch nicht zu ihr. Ja. Aber ein bisschen muss halt, finde ich. Ihr seht, das hat so eine ganz leichte Kontur geschaffen, aber gleichzeitig so ein bisschen Wärme. Rouge. Beim Rouge habe ich gedacht, wähle ich mal was ganz Neutrales. Und zwar etwas, ich finde es eine Farbe, die für mich zu jedem Lippenstift passt, zu jedem Augen-Make-up, wirklich irgendwie zu allem. Und zwar ist das Desert Rose von MAC. Das ist wirklich so, ja, eben als hätte man irgendwie rosige Bäckchen. Mehr nicht. Ist dabei aber auch nicht irgendwie quietschig, sondern hat einfach nur so einen leichten. Warum verlierst du so viel Pinselhaare, mein Lieber? Ich denke, den werde ich bei ihr nehmen. Eventuell, wenn mir danach ist, den, den ich sonst immer nehme, bei allen möglichen Make-ups, kann ich ja noch mal so ein bisschen drüber gehen. Der ist halt wirklich noch mal so ein bisschen bam, pinkiger. Oh, ich denke, das wird nichts für Heike sein. Okay, ich habe es jetzt aber auch ein bisschen übertrieben. Also bei mir finde ich es gut. Beim Brautmake-up. Jetzt gehe ich ja schon aus dem Brautmake-up raus. Also Leute, okay. Also, beim Brautmake-up werde ich mich zurückhalten, was das Rouge angeht. Aber ich finde Rouge so toll. Ich gehe hier mal so ein bisschen drüber und verblende das mal so ein bisschen, damit es nicht mehr so schreit. Besser, hä? Ich finde das so schön. So schön. So, und so würde ich das im Grunde bei Heike lassen. Also ihr seht, ich zeige euch jetzt nochmal den Highlighter, weil der ist jetzt ganz subtil, finde ich. Also natürlich, jetzt scheint hier das Licht drauf und so. Und dann ist klar, dass der hier sehr stark reflektiert. Aber der ist eben so von unten, von innen. Das würde ich natürlich jetzt nicht so lassen. Und zum Schluss, wenn wir fertig sind mit allem, dann haue ich ihr nochmal richtig den Guten hier drauf. Das mache ich jetzt bei mir auch. Bisschen Tipp-Tipp rein. Bisschen hier. Tippi-Tippi drauf. Lalalala. Glitzer, wie sie sagt. Aber der hier hat keinen Glitzer, ja. Sonst wäre es nicht einer meiner Lieblinge geworden. Ein bisschen aufs Näschen. Und ich liebe es ja hier, Highlighter aufzutragen. Das ist so meine absolute Lieblingsstelle. Shapeshifter. Wundervoller Highlighter, ich sag's euch. Also diese Highlighter. Augenbrauen werde ich ihr machen, wahrscheinlich mit den beiden hier, weil ich mich genau auskenne, wie sie sich verhalten. Die Benefit-Produkte habe ich ja recht neu. Und dementsprechend bin ich damit ein bisschen vorsichtig, weil ich halt nicht so viel sagen kann bisher über ihre Haltbarkeit und so weiter. Ich fülle dann einfach bei Heike, ich denke mal, so ein paar Stellen aus, so wie bei mir auch. Bei Heike hat, glaube ich, ganz okay Augenbrauen. Heike ist ja Nageltante und sie hat bei sich so ein
so ein Plakat stehen, ne, mit so einem Werbeplakat, da ist so ein junges, hübsches Ding drauf und die hat so unfassbar krass gemalte Augenbrauen und sagt sie, Jen, ich hätte das gerne so. Ich so, nein, hättest du nicht, weil das ist unnötig. Erstmal hat Heike schöne Augenbrauen und zweitens, wenn wir das bei ihr, ihrem Hauttyp entsprechend oder ihrer Haarfarbe entsprechend so machen würden wie auf diesem Bild, dann hätte sie echt Drag Queen Augenbrauen und da weigere ich mich. Ich will natürlich ihr Make-up so machen, dass es ihr gefällt, das ist schon klar, ne? Also es ist ja nicht meine Hochzeit und auch nicht mein Gesicht, aber ich möchte sie vor schlimmen Fehlern bewahren, weil man muss einfach sagen, diese Augenbrauengeschichte, Augenbrauen sind ja so extrem modeabhängig, das ist ja nicht normal. Es gibt immer irgendeinen Augenbrauentrend und der ist aber so schnell, der da ist, so schnell ist der auch wieder weg. Und dann heißt es, oh Gott, guck mal auf meiner Hochzeit, weißt du noch, da waren ja die Augenbrauen so extrem gemalt in, ach Mensch, wie das aussieht. Heute würde ich das ganz anders machen und deshalb mache ich das nicht. Hinterher kommt der Make Me Brow drüber. Es kann auch sein, dass ich bei Heike nur den Make Me Brow reinkämme. Das sehe ich dann. Ich werde auch bei ihr nicht die Augenbrauen so buschig machen, sondern schon gesittet. Versuche mal, meine Augenbrauen gesittet zu machen. Das geht nicht. Geht bei mir nicht. Ich habe nämlich hier diesen. Seht ihr den? Den hier? Dieser, der so zing. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich den abschneide. Aber nein, irgendwie möchte ich das jetzt nicht. Zumindest im Moment nicht. Augenbrauen sind fertig. Hier das, ne? Ist so. Make-up-Settings. Make-up-Settings-Spray. Und jetzt ratet mal. Wenn man auf eine Hochzeit, wenn man die Braut ist und heiratet und das Augen-Make-up oder das Make-up richtig gut halten soll, was wird man dann für ein Make-up-Setting-Spray nehmen? Natürlich, das Urban Decay All-Nighter Setting Spray ist doch klar. Puh, da kommt jetzt aber was raus, ey. All pale. Ich finde es sehr, sehr schön. Jetzt hat es mich aber gerade ganz schön angehauen. Also es ist hier so ein Travis-Size. Das hat mir meine Schwester zu Weihnachten geschenkt. Deshalb auch noch die alte Verpackung. Und es haut das Zeug hier raus. Wie nichts Gutes. Tja, die Lippenstiftfrage. Die wird nicht einfach sein bei Heike. Weil es darf nicht so rosa sein. Und rot soll es auch nicht sein. Und zu dunkel natürlich auch nicht. Und zu hell natürlich auch nicht. Und ich würde ja gerne sowas machen bei ihr. Nee, der wird ihr zu pink sein. Der wird ihr zu pink sein. Der hier wird ihr zu braun sein. Ich würde gerne so einen Revlon Ultramatt nehmen. Der wird ihr zu Mut sein. Das ist noch ein richtiger Kampf, denke ich. Also, das wird richtig. Da bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier? Der ist ihr bestimmt zu dunkel. Jo, der wird ihr zu dunkel sein. Ich habe eine Idee. Ich nehme jetzt mal einfach irgendeinen. Und zwar einen, wo ich weiß, dass sie den schön findet, weil sie hat den schon ein paar Mal bei mir be bewundert. Und zwar den Klassiker Twig. Heike ist sehr sprunghaft. Ja, ist sie. Es kann sein, dass sie heute sagt, nee, ich möchte was ganz Dezentes. Ich möchte irgendwas, was nicht so reinhaut. Und
Übermorgen sagt sie, ich will knallroten Lippenstift. Das wäre jetzt Twig. Wir können aber jetzt auch mal die andere Variante ist. Russian Red. Okay, klar. Also, das ist für mich der absolute Favorit, natürlich. Weil, oh, Russian Red ist irgendwie, ich habe es ewig nicht drauf gehabt, ne? Das sieht so gut aus. Ich setze mir mal eine andere Brille auf, weil ich finde das Augen-Make-up an mir furchtbar. Besser, besser. Ja, also das Augen-Make-up ist nicht meins, ne? Und diese Brille schluckt halt fast das komplette Augen-Make-up. Deshalb kann ich so jetzt besser mit euch sprechen, mit einem besseren Gefühl als diesem scheußlichen Augen-Make-up an mir. Nein, das Augen-Make-up ist ja schön, aber mir steht es nicht besonders gut. Von daher, ja, wäre das der fertige Hochzeitslook? Oh je, oh je. Ich bin echt gespannt, was Heike dazu sagt, was sie, wie sie das findet. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war etwas Interessantes dabei. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ich wünsche euch was ganz, ganz Tolles. Bis dann. Ciao.